Willkommen zurück bei Let's Play Caspian. So, ich fasse mal kurz die Story zusammen, da es doch ein bisschen verzwickt ist. Also, Vincent hat eine Freundin namens Catherine. Catherine will ihn heiraten. Er will aber sie nicht heiraten, beziehungsweise hat er Angst davor. Dann vor lauter Angst beginnt er aus irgendwelchen Gründen, die ich immer noch nicht so ganz check, eine Affäre mit Catherine. Catherine ist jetzt mit ihm so einigermaßen zusammen und hat ihn ein bisschen im Griff, so im Hinterhalt, also Affäre. Und sie hat gesagt, solange du mir nicht untreu bist, bin ich auf deiner Seite oder lass dich in Ruhe oder füg dir keinen Schaden hinzu. Irgendwie sowas war das. Also er steht da schon ein bisschen unter Druck. Und er hat auch ein bisschen Schiss, das zu seiner Freundin Catherine zu sagen. Und Catherine hat gesagt, sie wäre schwanger. So viel dazu. Ich muss einfach nur sagen, Vincent tut mir wirklich extrem leid, aber man kann nicht direkt sagen, dass er selbst dran schuld ist, er kann ja nichts dafür. Auch wenn er ein bisschen zu viel durch die Weltgeschichte bumst, aber gerade das mit Catherine, da kann er wirklich gar nichts dafür. Da wurde er einfach verführt und ja. Ah, tut mir schon extrem leid. Aber mal gucken, wie das Ganze weitergeht. Say something. Sorry, So, what are you thinking? So why am I sweating? I mean, I have to take responsibility, right? Come on, say something. Of course I'm happy, but this is great. So you're happy. That's good to hear. To be honest, I was a little worried. It's so hard to tell what you're thinking sometimes. Oh, don't worry about me. I mean, yeah, it's surprising, but it's not like you're sure of anything yet, right? Well, yeah. Huh? Go ahead, answer it. Okay. Hello? Oh, hello. It's me. Hello. Thank you for calling. What are you doing? Hey, I'm in the area. You think we can meet up? Yeah, that's going to be a little difficult. Aww, you mean you can't? Where are you right now? How did she get my number? I gotta hang up or she'll suspect something. What's that? Hello? You're breaking up. What was that? Just a call from work. Said something about a bug, but it got cut off. You know, the reception isn't very good in the office, but it didn't sound urgent, so... Not that. Your phone. Did you get another one? Huh? Oh, this! Yeah, the new model came out last week, so... It hasn't been that long since you got your old one. You could have still used it. Didn't you buy a new computer a little while ago, too? You always throw your money away. Pause. So, dass ich gerade unterbrechen muss, aber ich finde schon übelst krass, dass sie ihm vorschreibt, was er für mit seinem Geld macht. Und er ist auch Softwareentwickler. Das heißt, er ist sowieso meistens auf dem neuesten Stand. Wenn mich sich da schon extrem für Technik interessiert, dann ist das ganz normal. Also, was mischt sich da eigentlich ein? Also, er kriegt schon ein bisschen mehr Hass auf Catherine jetzt. Allein schon bei diesen Aussagen. So, ich wollte das nur mal kurz einwerfen. Ich finde das schon ein bisschen krass. You're going to have to watch yourself from now on. You know what I mean, right? Right. Sorry. Well, it's okay since you've been working hard. After all, I might have to take maternity leave. Yeah, you might, huh? Oh, but I plan to go back to work after having the baby. We'll just have to split up the housework, okay? You can't throw your clothes everywhere anymore. Oh, okay. Oh, it
It's a woman's what? Job to get married to see another woman. That's a man's job to stay single. Whoa, there's ants all over this cake. It really ticks me off. I'm gonna curse him to death. Maybe his name will appear on the words waiter. From someone. Waiter! So you need to make sure you're saving up. And all your late-night drinking isn't cheap, you know. So I'll be handling all our bank accounts. Oh, goody! You're still serving... I'll have the summer squash pasta. Well, that voice... Listen to me! I'm listening! My stomach hurts really bad. So I'm gonna go to the bathroom, okay? Vincent, you've been acting weird today. No, I'm fine. I'm fine, really. No, I don't mind being in the smoking section. Hey, is this the smoking section? Huh? Well, yeah. Right. You've gotta quit smoking, too. It's not good for the child. Bathroom gotta go right now! I'll ask my parents when they'll be available. Believe she didn't catch you. Still, if she's pregnant, your life is fucked with a capital F. It's not fucked yet. I mean, nothing's set in stone. So, then, why'd you tell her? Who's the father? I told her I was happy to hear about it. It doesn't look like you're happy at all. This is all getting too much for me, you know? So you're finally tying the knot. Congrats, Papa. Get ready to kiss your wife's ass for the rest of your natural life. No going out late, no liquor, no smoking, no gambling. No relaxing on weekends because you've got to take care of the kids. Really? Dang, that sounds really tiring. Hey, you guys. Quit filling his head with doom and gloom. Erica! Come on, cheer up. Raising a nice, happy family is supposed to be a good thing, right? A happy family. Never had one of those before. Yeah, I can't see it. Yeah, well, you're not the only one. That's irrelevant. It's just because of the way you two grew up. So, Vincent, what's this weird dream you said you had? We'll listen to you tonight. Weird dream? Why are you asking now? I really can't remember it anyway. You don't? I was being chased by something. I don't know, it was scary. Sounds common to me. Hey, excuse me. Yeah, and you feel like you didn't get any sleep at all that night, right? Excuse me. Oh, what are you doing here? Did you people know the reason you're taught as a child to count sheep so you'll fall asleep is... Yeah, sheep rhymes with sleep or something. Ah, sorry. Hey, boss, another rum and cola, please? Hey, don't be so rough on the guy. One day we'll all be old farts like him. Not all of us. Anyway, you're having these weird dreams because you're cheating. Yeah, I get that. Besides, Catherine might be pregnant, right? Don't need to remind me of that. It is in a man's basest instincts to cheat. Here you go. Enjoy. Yeah, set it down and walk away. It's about what happens now. Well, have fun while you still can. Please. God, too damn it's late. Ach, der arme Vincent. Vor 3 Tagen war alles noch so schön und jetzt sein ganzes Leben im Arsch. Darauf trinke ich erstmal ein. This month I'm running really late. I think I'm pregnant. Me raising a family?
Doesn't exactly sound like a recipe for success. Und es könnte nicht nur sein, dass Caitlin schwanger ist, sondern vielleicht auch Catherine. Man hat zwar nicht gesehen, ob die verhüten, aber das auch noch dazu kommt. Ja, ich weiß, das sieht man nicht nach einem Tag oder weiß man nicht nach einem Tag, aber im Nachhinein wäre das noch das i-Tüpfchen, wenn jetzt auch noch dazu kommen würde. Gott, dann würde Vincent ja total abdrehen, der dreht jetzt schon total durch. Aber jetzt, obwohl, hat sie ja nicht unsere Handynummer her. Warum? Looks like it's gotten real for you, huh? You two have been together a while. It's about time. Congrats on having a kid. Let's do something to celebrate. It's not for sure yet. She said she wouldn't tell you unless she was really sure. You're gonna do the right thing, right? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Na, ich. Moment mal. Ja. So. Hold on, Johnny. What are you upset over? Heck, I want to get married soon. You want to meet my parents and ask about how they got married? Go back home and drink some chocolate milk, kid. Come on, why you gotta go there? Wow. Milk goes with everything. You know, I take it back, Toby, my boy. I'm a man, come on. Mal gucken, was Johnny dazu sagt. If you two hadn't met at the reunion, you wouldn't be going out right now. Life's all about timing, huh? Planning out your life ahead of time is a waste of effort. None of us have the future we thought we would when we were kids. Das stimmt wirklich, muss ich echt zugeben. Yeah, huh? Life is full of things we can't change. Huh? You gonna start preaching? Hey, I'm just a stray sheep in the field of life too, you know. Now that's Vincent. Cheating twice? He's really gone astray. I never thought you'd be one to cheat in the first place. I can't believe it myself either. Und wie kam Catherine zu unserer Bude? Okay, sie weiß, wo wir anscheinend wohnen, also wo Vincent wohnt. Gott, da würde mich echt mal interessieren, wie es dazu kam, dass sie im Bett landen. Ich meine, so viel säuft er eigentlich gar nicht, er müsste es eigentlich auch wissen und er würde ja wissen, dass wenn er sie betrügen würde, das Ganze nur verschlimmert. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich so als Stress ist oder was, dass er vor lauter Stress als Ablenkung einfach mal eine Affäre anfing, das so kann ich gar nicht einschätzen. So I guess they're taking applications from the general public for these space tours? My paycheck? I can't even afford a down payment. Boy, do I have a deal for you. I'd rather put all of my savings into lottery tickets than invest in one of your crazy schemes. Oh, fuck. Okay, wer hat mir was geschrieben? Ah, gut, ich dachte schon, eine Nachricht von eins von unseren beiden Ladies, aber hat nochmal Glück gehabt. Fantastische Neuigkeiten. Glückwunsch. Schuss Level 3, die Folge kam erfolgreich abgeschlossen. Wähle Preise im Handy-Menü, um ein Highscore für Level 2 zu sehen. Also kriegt man dann, wenn man Level 3 schafft, den Highscore für Level 2. Ja, das macht Sinn. Bronze. Wunderbar. Gold, Silber, Bronze. Ich werde immer schlechter. Aber das Gute ist, schlechter kann ich nicht werden. Das kann man auch mal auf dieser Seite sehen. So, erstmal weg mit dem Handy, ich habe andere Probleme. Muss ich erstmal mit Alkohol löschen. That was way too close to much. Still, you're a better man than me, Johnny. Better or just more appealing to be around? Because he's less of an asshole than you. What? I am not. Ah, so, you're a bigger asshole. Leider das Größte. Gewissens, jetzt habe ich noch ein paar Minütchen. I cannot get enough of Erica's thighs. I'm gonna see if the bathroom's open. You got mail.
Chief doesn't talk about his girlfriend, does he? He did say that he didn't plan to marry her, huh? He's so perfect at his job, I just kind of assumed that he was the same way in private. In school, never dated girls that he wasn't fully committed to. All the girls said he was just too defensive. Ask him about it, Toby. Aw, come on, that's not fair. Was habe ich jetzt gekriegt? Eine Nachricht von Caitlin, ja toll. Trinkst du? Wenn ich das schon lese, dann krieg ich wieder richtig gut, also. Jetzt hasse ich sie wirklich. Ganz ehrlich, ein bisschen hasse ich sie. Ich meine, sie wird schwanger. Okay, das ist jetzt nicht gerade so schlimm, das ist ein blöder Zeitpunkt vielleicht, aber. Ich meine, sie wird schwanger. Und schreibt ihm vor, er soll kürzer treten, obwohl er eh wahrscheinlich schlechter bezahlten Job hat. Aber sie, die feine, schicke Micke Dame als Managerin von H&M oder was das ist, sie darf natürlich ihren geil bezahlten Job behalten, aber er wird zusammengeschissen, wenn er vor Monaten, nee, vor einer Woche, sich ein neues Handy kauft. Und er mahnt ihn dann, dass er seine Kohle aufpassen soll, weil sie jetzt schwanger ist. Und überhaupt, er ist Softwareentwickler. Er steht auf Technik, sonst wäre er kein Softwareentwickler. Da sind neue Handys, neue PCs, neue Technik, das ist ja Standard. Ist bei mir nicht anders. Und er scheißt ihn zusammen, wenn er von seinem Geld sein Zeug kauft. Bah, Gott, die hat jetzt so übelste Minuspunkte bei mir, ganz ehrlich. Mal gucken, was sie schreibt und dann beende ich mal den Part. Bist du immer noch im streunenden Schaf? Bist du da zurzeit nicht jede Nacht? Ich dachte, du hättest heute einen nervösen Morgen. Warum trinkst du schon wieder? Bitte pass auf dich auf. Du liebst mich nicht mehr nur für dich. Okay, wie antworte ich darauf? Das werden wir jetzt mal im nächsten Part sehen. Ich werde mal die Aufnahmesession hier beenden. Ich nehme wieder schon ein paar Stunden auf. Und ich bin wieder ein bisschen müde und ja. Obwohl ich würde sagen, einer geht noch. Komm schon. Hau weg die Scheiße. I know this is sudden, but here's some trivia for you, as you seem to have finished your class. So viel Zeit muss sein. There are a lot of cocktails with the name Fizz in them. But do you know where this came from? Weiß ich jetzt echt nicht. Ich dachte, das ist irgendwie so Spritzer oder was? Fizz type cocktails are a distilled drink plus lemon plus sugar and soda water. Okay. Fizz refers to the sound the soda makes. Macht irgendwie Sinn. They're all sweet, so even lightweights can wash them down like juice. And that was the cocktail trivia for tonight. Und mit dieser kleinen Wissenskunde über Cocktails beende ich diesen Part. Yo, Erica, I got an order. Okay, jetzt sehen wir doch. What do you want to drink? Was soll's denn sein? Ich würde mal sagen, ein Bierchen bitte. Sake, Gott, das war schon 20 Minuten Part. Okay, I'll be right back. Ich muss ein bisschen aufpassen, sonst wird's zu groß für, zum Hochladen. Jetzt muss ich mich... No, your news is grade A 100% bullshit. Oh, like you've been finding out anything useful. Das wäre jetzt interessant gewesen, aber okay. Ist ja egal. So, wie gesagt, ich beende mal diesen Part, sonst wird es doch ein 20-Minuten-Part und es ist doch ein bisschen groß zu mich im Hochladen. Wenn ich diese awesome Quality beibehalten will. Mit meinem DSL 2000. Was ich nicht ausbauen kann, was richtig awesome ist. Gut, was überschreibe ich denn? Ich würde mal sagen, ich überschreibe mal... Ach, ich mache mal ein neues, weil ich es kann. So, ich speichere. Und dann würde ich sagen, das war's für diesen fast schon 20-Minuten-Part. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Und ja, ich sage danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Catherine. Prost. She's pregnant. That really means marriage, huh? Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Catherine. Ciao.